einmal sind wir selber Werbetreibender. Das heißt, wir oder ich bewerbe gelbe Seiten als Marke. Dafür nutzen wir natürlich die komplette Klaviatur des Marketings im digitalen und im stationären Umfeld. Ein Beispiel: Wir haben im vergangenen Jahr zur Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2012 eine App herausgebracht, die Fußball-Augmented-Reality-App von Gelbe Seiten. Da haben wir verschiedene dieser Erfolgsfaktoren versucht miteinander zu verbinden. Wir haben Informationen integriert, die dem Nutzer einen Mehrwert bieten. Wir haben unsere Branchensuche natürlich integriert, die unseren Dienst dem Nutzer nahebringen. Aber wir haben auch Punkte wie Gamification, Augmented Reality und Social Media integriert. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Augmented Reality heißt an der Stelle, wir haben ein Spiel integriert, wo ich als Torhüter in der virtuellen Realität Bälle halte. Das heißt, ich gehe auf ein Spielfeld, das in der Realität existiert, mit meinem Smartphone, wo der virtuelle Torwart drauf ist, und ich halte Bälle, die aus der virtuellen Welt auf mein Smartphone fliegen. Das Ganze allein ist schon ganz nett, aber spannend wird es denn dadurch, indem ich die Verbindung hin in die sozialen Netzwerke schaffe. Wir haben es gemacht, indem wir das ganze Spiel vor allen Dingen zentral auf Facebook gespielt haben. Das heißt, ich als Nutzer konnte in einem virtuellen Wettstreit mit meinen Freunden, mit der virtuellen Community von Gelbe Seiten, mich selber nach vorne bringen, ich konnte meine Ergebnisse posten, ich konnte allen erzählen, wie gut ich bin, und ich konnte am Ende auch Preise gewinnen. Ein zweiter Punkt ist, wenn ich uns mal als Werbeplattform sehe, Gelbe Seiten ist ja eine der wichtigsten Werbeplattformen immer noch für mittelständische Unternehmen, insbesondere Dienstleister. Da nutzen wir ganz gezielt heute im Test, zukünftig viel, viel stärker lokalbasierte Services, Local-Based Services, um unseren Nutzern, den Nutzern der Gelbe Seiten App, den passenden Dienstleister aus Gelbe Seiten nahezubringen. Das heißt zum Beispiel, ich komme in die Nähe eines Cafés, eines Restaurants, die eine spezielle Aktion haben. Der Kaffee jetzt für einen halben Preis. Das Mittagessen, einer kommt frei mit dazu. Jetzt ein spezielles Angebot. Wenn ich als Nutzer mich dem Ziel nähere, verlasse ich die virtuelle Welt und komme quasi in einen abgesperrten Bereich, den dieses Restaurant, dieses Café für sich vereinnahmt hat. Wenn ich diesen betrete, bekomme ich eine Information: Hallo lieber Nutzer, du kommst jetzt in den Bereich rein, hier ist für dich ein interessantes Angebot. Für uns ganz wichtig dabei, dass das Ganze auf höchstem Datenschutzstandard passiert und dass wir wirkliche Mehrwerte liefern. Gefahr ist sehr, sehr groß, dass wir die Nutzer damit vertreiben. Deswegen wollen wir Mehrwerte liefern und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dem Nutzer auch die richtigen Informationen zu bieten. Das heißt, ihn zu fragen, was ihn interessiert, anhand seines Nutzerprofils auch zu lernen, was ihn interessiert. Das Ganze sehr transparent, damit er wirklich einen Mehrwert davon hat und damit er ein Vertrauen, auch das Vertrauen, was er jetzt schon hat, nicht verliert, sondern behält. Am Ende, glaube ich, kann man es auf vier wichtige Kernfaktoren, auf vier wichtige Stoßrichtungen zusammen zurückziehen. Der erste Punkt ist, es muss einfacher sein. Stichwörter wie Usability, wie Benutzerführung, wie One-Click-Shopping, wie Informationen sofort finden. Es muss einfach sein. Ich muss sofort die Informationen bekommen. Es muss für mich durchdringbar sein. Wie das iPhone von jedem benutzt werden kann, muss mobile, muss meine Werbung, muss mein Angebot von jedem sofort benutzbar sein. Der zweite Punkt ist, ich muss Mehrwerte schaffen. Ich muss dem Nutzer einen Mehrwert bieten, dass er entweder Geld spart, Zeit spart, die Chance hat, zu kommunizieren, auch Spaß hat. Spiele können ja Spaß machen. Auch das ist ein Mehrwert für den Nutzer. Ich muss das nutzen, was mir das Endgerät bietet. Wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, die Grenzen zu akzeptieren. Aber um das zu tun und um trotzdem Mehrwerte zu bieten, muss ich ganz gezielt auch das nutzen, was das Gerät mir zur Verfügung stellt. Sei es die Geolokation, sei es Kalendereinträge zum Beispiel reinzunehmen, sei es auch die Kamera zu nutzen, um Augmented Reality Funktionen zu bieten. All das sind Punkte, die ich letztendlich berücksichtigen muss, damit es erfolgreich funktioniert. Und zu guter Letzt bleibt nur ein wichtiger Punkt: All das zahlt darauf ein, der Nutzer muss noch viel stärker im Mittelpunkt stehen, als er es bisher getan hat. Wir sprechen schon immer davon, dass der Nutzer, dass der Kunde König ist, dass er im Mittelpunkt all unserer Aktionen stehen muss. Wenn wir das beim Mobile nicht konsequent umsetzen, dann gelingt es nicht, dort erfolgreich zu sein.